Und wir gucken, was die linken Chefin, die heute bei uns zu Gast ist, auch zu diesem Punkt sagt. Vor allem aber wollen wir tatsächlich das diskutieren, was wir gerade schon versucht haben anzulegen. Was heißt denn dieses Urteil heute für alles, was diese Regierung sich vorgenommen hat, was davon ist noch umzusetzen und Schuldenbremse, Steuern, Sozialleistungen, wohin geht die Reise? Ich freue mich sehr, dass Janine Wissler bei uns ist, Chefin der Linken und der stellvertretende Parteichef der FDP, Wolfgang Kubicki. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Hallo. Herr Kubicki, der Nachtragshaushalt ist verfassungswidrig. Wie einverstanden sind Sie mit diesen Bewertungen? Blamage, gigantische Klatsche, Super-GAU? Ich bin immer vorsichtig mit Superlativen. Es ist ein GAU tatsächlich für diese Regierung. Und entgegen den ganzen Menschen, die jetzt sagen, sie wussten es, dass es so kommen wird. Es gibt zwei Landesverfassungsgerichtsurteile, die sich zu solchen Fonds geäußert haben, positiv. Es gibt eine ganze Reihe von Stellungnahmen, positiv. Niemand von uns wollte die Verfassung brechen. Und es war ja auch für die Kläger, für die Union eine Überraschung, weil sie jetzt feststellen werden, dass in vielen Ländern, in denen die Union regiert, sie ihre Sondervermögen, die sie dort haben, auch auflösen müssen, weil die gleichen Kriterien auch für die Länder gelten. Aber es ist eine echte Herausforderung. Und vielleicht darf ich sagen, zwei dieser tragenden Gründe sind nachvollziehbar, dass man einen Nachtragshaushalt ein Jahr später macht, nach dem Haushaltsjahr, ist schwer zu vermitteln, weil es ja rückwirkende Bedingungen wären, dass man das besser begründen muss, wenn man einen Notstand ausrufen will, also außergewöhnliches Ereignis oder Naturkatastrophe, leuchtet mir auch ein, denn das ist ja ein massiver Eingriff in das Haushalts-, in das Budgetrecht. Und dass die Schuldenbremse jetzt fest zementiert ist, das werden alle die feststellen, die etwas über 60 Seiten mal sehr genau studieren. Es ist ja nicht nur damit begründet, dass es in der Verfassung steht, sondern es gehört zur Nachhaltigkeit auch für künftige Generationen dazu, dass der Staat sich nicht über Gebühr verschuldet. Und das ist etwas, was wir alle künftig beachten müssen. So, jetzt hatten Sie gesagt, ein GAU für die Regierung. Würden Sie dem zustimmen? Ist diese Regierung überhaupt noch handlungsfähig mit diesen knapp gewordenen Kassen? Ja, das ist auf jeden Fall erstmal eine Klatsche für die Ampel und natürlich ganz besonders für den Bundesfinanzminister. Und das Problem ist natürlich, wenn man sagt, man will die Schuldenbremse einhalten und an der nicht rütteln, man will aber auch gleichzeitig die Steuern nicht erhöhen, dass dann natürlich genau die Schwierigkeit ist, dass man zum einen einen Kürzungshaushalt macht, was die Ampel jetzt macht, wird ja überall gekürzt, im Sozialbereich, bei Jugendlichen, in der Bildung. Und zum anderen das Problem ist, dass man dann eben, wenn man merkt, man braucht aber jetzt doch dringend Geld für zum Beispiel Investitionen in den Klimaschutz, dass man dann eben Schattenhaushalte macht. Das haben die Länder gemacht, das hat der Bund gemacht und das ist natürlich ein Problem. Also, dass man dann Sondervermögen, sind ja gar kein Vermögen, sind ja Schulden in Wahrheit natürlich, schafft und so eben die Schuldenbremse an der vorbeigeht. Und das ist natürlich eine totale Trickserei. Ist natürlich absolut richtig, dass wir mehr Geld für den Klimaschutz brauchen und für den sozial-ökologischen Umbau. Vollkommen richtig. Aber das ist das Problem, dass man sich mit der Schuldenbremse eben eingehandelt hat, dass man eben jetzt solche Tricksereien macht und das Bundesverfassungsgericht hat heute klar gesagt, das geht so nicht. Weil Sie gerade von dem Finanzminister gesprochen haben, Thorsten Frey ist der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, sagt Folgendes, das Urteil ist eine politische Katastrophe für Christian Lindner und die FDP. Lindner ist der erste Finanzminister in der Geschichte, der einen verfassungswidrigen Bundeshaushalt verantwortet. Wie peinlich ist Ihnen das? Ja, in der Tat, er war zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Nachtragshaushalts im Februar 2022 Bundesfinanzminister. Aber jeder von uns kann nachvollziehen, die Regierung ist erst am 6. Dezember ins Amt gekommen. Die Vorarbeiten dazu bis zur Vollendung, ist ja heute im Bundestag auch erklärt worden, auch von Olaf Scholz nochmal betont worden, lagen im Bundesfinanzministerium unter Führung von Olaf Scholz. Aber wir hätten es selbstverständlich nicht mitverantwortet, wenn wir gewusst hätten. Sie wollen jetzt sagen, dass Christian Lindner dafür die Verantwortung nicht trägt? Doch, er trägt, er war Bundesfinanzminister. Ich hätte das auch nicht mitgetragen. Also Scholz ist schuld und Lindner hat es rausgeschickt. Nein, nur die Vorarbeiten dazu. Das System selbst ist von der CDU erfunden worden. Ja, und wissen Sie was? Christian Lindner hat dagegen als Oppositionspolitiker immer gewettert und hat gesagt, das geht überhaupt nicht. Und dann wird der Finanzminister oder er will es werden und schmeißt einfach die Überzeugungen über Bord. Ich glaube nicht, dass er seine Überzeugungen über Bord geschmissen hat. Aber er hat es mitgemacht. Ja, aber wir sind in eine Koalition hineingewählt worden. Und in dieser Koalition gab es eine Vielzahl von Anforderungen. Und diese Anforderungen sind, ich sage noch einmal, in Vorbereitung des Bundesfinanzministeriums unter Olaf Scholz so weit gediehen gewesen, dass man ein solches Sondervermögen aufgelegt hat, wogegen übrigens auch nichts spricht. Wir haben ja bei einem weiteren Sondervermögen 100 Milliarden für die Bundeswehr zum Beispiel. Das verfassungsfest gemacht. Hätten wir das ins Grundgesetz geschrieben, hätten wir das Problem mit dem Verfassungsgericht nicht gehabt.
Also gut, es bleibt bei mir hängen, dass Christian Lindner nur ein bisschen schuld ist. Nein, wir sind alle selbstverständlich. Niemand, der dem zugestimmt hat, kann sich seiner Verantwortung entziehen. Was wird denn jetzt mit der Schuldenbremse? Also unsere Kommentatorinnen und Kommentatoren waren sich eigentlich einig, dass daran wird nicht gerüttelt, Frau Wissler, weil dazu brauchen Sie eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag. Und die Union hat schon gesagt, nee, wir finden die Schuldenbremse toll. Also glauben Sie, diese Schuldenbremse sollte trotzdem in die Diskussion kommen? Und hat das Aussicht auf Erfolg? Ja, auf jeden Fall müssen wir darüber diskutieren. Und glücklicherweise findet ja sogar in der Union diese Diskussion schon statt, weil es liegt doch auf der Hand. Wir stehen vor den größten Herausforderungen, was die Bewältigung des Klimawandels angeht, was die Sanierung der Infrastruktur angeht. Wir sehen marode Schulen, die Krankenhäuser, die marode sind. Also wir brauchen doch jetzt dringend Investitionen. Und ich sage auch für kommende Generationen, teurer als Klimaschutz ist kein Klimaschutz und die Folgen des Klimawandels. Mhm. Wir müssen jetzt investieren. Und das ist wirklich eine Generationenaufgabe, vor der wir stehen. Und deshalb ist es unbedingt notwendig, über die Schuldenbremse zu diskutieren. Versuchen die Sie ist ja kein Herrn Naturgesetz. Kubicki, versuchen Sie, Herrn Kubicki zu überzeugen. Da sitzt er. Also ich finde, es ist ja kein Naturgesetz, dass die im Grundgesetz und in den Landesverfassungen steht, sondern ist ja da reingekommen. Wir haben damals dagegen gestimmt, aus guten Gründen. Ja. Nur natürlich muss der Staat auch, um investieren zu können, also Kredite aufnehmen. Und ich meine, wenn ich den Satz noch sagen darf, das Problem bei Christian Lindner war, dass er als FDP-Chef gesagt hat, ich will die Schuldenbremse und ich will keine Steuererhöhungen. Und dann wurde er Finanzminister und dann hat er gemerkt, ups, das Programm der FDP passt nicht zur Wirklichkeit. Ich brauche ja Geld, eben zum Beispiel, um die Corona-Krise zu bewältigen. Ich brauche Geld für den Klimaschutz. Und dann hat man eben genau solche Tricksereien gemacht. Und da fällt Ihnen Ihre eigene Politik auf die Füße. Alle Warnungen, die es gab von Sozialverbänden, von Gewerkschaftern, von Wirtschaftswissenschaftlern vor der Schuldenbremse, war genau das. Es ist eine Investitionsbremse. Und deshalb brauchen wir eine Debatte um die Schuldenbremse und natürlich eine höhere Besteuerung von Vermögen in diesem Land. Erst mal eins nach dem anderen. Bei aller Wertschätzung für so ein allgemeiner Umstand. Die Schuldenbremse steht in der Verfassung. Und dass man sich an die Verfassung hält, halte ich für selbstverständlich. Wir können das Recht ändern, dazu brauchen wir Mehrheiten. Man kann es ändern, aber dazu brauchen wir Mehrheiten. Die Alles. Schuldenbremse ist nicht von dieser Koalition eingeführt worden, sondern sie besteht als mehr als 10 Jahren, aus guten Gründen, aus Lehren aus der Finanzkrise. Noch einmal. Die Frage war man kann vielleicht noch mal die Frage stellen, also dass man immer mehr Geld ausgeben kann, leuchtet mir ein. Man kann vielleicht mal die Frage stellen, ob man nicht Prioritäten setzt und vielleicht an anderer Stelle auch mal sparen kann. Ich hätte also einige Vorschläge. Wir haben 475 Milliarden Euro im Bundeshaushalt. Das ist eine Menge Holz, mehr als jemals zuvor. Und alle kommen und sagen, wir können noch viel mehr Geld ausgeben. Letzter Punkt. Der Klimatransformationsfonds hat mit dem Bundeshaushalt nur am Rande etwas zu tun. Was jetzt passiert, ist, dass 60 Milliarden aus dem Fonds ausgebucht werden einfach. Es bleiben in der Rücklage 18 Milliarden Euro. Es kommen noch 9 Milliarden Euro obendrauf. Das, was dort festgehalten ist, was damit finanziert werden soll, muss jetzt etwas gestreckt werden. Mehr wird nicht passieren, weder 2024 noch 2025. Es ist kein Aufweichen der Klimaschutzziele, es ist einfach nur eine Streckung des Programms. Und man kann vielleicht darüber nachdenken, ein Beispiel, dass man der Wirtschaft wieder auf die Beine hilft. Eine fortdauernde Rezession kostet uns viel mehr als die Ausbuchung 60 Milliarden Euro aus dem Klima- und Transformationsfonds. Das heißt, Sie würden das Geld woanders hin ausgeben, nämlich? Also ich meine, es ist also weniger Geld. Der Unterschied zwischen 19 Milliarden und 60 ist offensichtlich. Die Idee, dass wir nur überleben können, wenn der Staat Subventionen ausreicht, hat sich in anderen Gesellschaften schon verflüchtigt. Okay. Man kann auch andere Anreize schaffen. Wir können beispielsweise dazu beitragen, dass der Wirtschaft wieder wirklich besser geht, indem wir mal auf sie hören. Dann brauchen sie keine Subventionen. Jedes Prozentpunkt Wachstum heißt bei uns 10 Milliarden Euro mehr in den Steuerkassen. Also ich will nur sagen, es gibt eine ganze Menge Subventionen, die wir zum Beispiel gerne streichen würden, an der die FDP festhält. Ja, also zum Beispiel für Diesel, für Dienstwagen. Also es gibt ja schon Subventionen, die Ihnen ganz gut gefallen, weil damit die richtigen Menschen gepampert werden. Also von daher bin ich schon der... Subventionen? Welche? Na, natürlich, das Dienstwagenprivileg ist selbstverständlich auch eine Form von Subvention. Und es gibt natürlich eine ganze Menge klimaschädlicher Subventionen, die man abschaffen könnte. Das Dienstwagenprivileg heißt nur, dass Sie keinen Einzelnachweis führen müssen, sondern pauschal versteuern können. Und das ist mit dem Einzelnachweis können Sie genauso Ihre Fahrten von der Steuer absetzen, vielleicht sogar noch mehr, als wenn Sie es pauschalieren. Es ist nur ein weniger bürokratischer Aufwand. Im Ergebnis würde es aber Milliarden bringen, wenn man es abschaffen würde. So, also ich meine, also wir haben ja drei Stellschrauben. Die erste haben Sie schon abgeräumt. Schuldenbremse werden Sie jedenfalls nicht diskutieren wollen. Frau Wissler ist da noch hoffnungsvoll. Das zweite ist das eben, dass man... Das macht keinen Sinn, weil wir keine Mehrheiten dafür bekommen, weder im Bundestag noch im Bundesrat. Was soll das? Dass man mehr einnimmt, das war ja das zweite, was Sie gesagt haben. Ich komme darauf zurück. Steuern erhöhen, das würden Sie Herrn Kubicki vorschlagen wollen? Welche denn?
Ja, selbstverständlich. Also wir brauchen die Wiedereinführung der Vermögensteuer. Ich meine, es ist ja nicht so, dass es kein Vermögen in diesem Land gibt. Es gibt mittlerweile über 200 Milliardäre in diesem Land. Und wir wollen die wirklich hohen Einkommen auch, aber vor allem die wirklich hohen Vermögen besteuern. Also nicht die Leute, die ein Einfamilienhäuschen haben oder vielleicht auch zwei Einfamilienhäuschen, sondern die wirklich hohen privaten Vermögen. Darüber könnte man natürlich sehr viel Geld einnehmen. Oder eben auch die Übergewinnsteuer wurde ja auch in der Ampel diskutiert. Also es ist ja nicht so, dass es gerade allen schlechter geht, sondern eben die Energiekonzerne haben horrende Gewinne gemacht, die Einzelhandelskonzerne, Lebensmittel. Das ist ja auch alles Geld, was den Menschen aus der Tasche gezogen wurde. Über eine Übergewinnsteuer könnte man zweistellige Milliardenbeträge einnehmen. Also das wären alles Möglichkeiten, wie man eben auch umverteilen könnte. Das hätte zwei Vorteile. Erstens mehr soziale Gerechtigkeit in diesem Land und zweitens mehr Einnahmen. Mehr Einnahmen, Herr Kubicki. Ich kann mir jetzt vorstellen, warum Ihre Partei auseinandergeflogen ist gerade im Bundestag, weil so einfach lässt sich nicht argumentieren, weil jede fiskalische Maßnahme auch weitergehende Auswirkungen hat. Beispielsweise bei der Frage, ob Unternehmen wieder ausreichend Geld haben, um zu reinvestieren oder sich verschulden müssen oder auch nicht. Übergewinnsteuer ist eine schöne Geschichte. Sie müssten zunächst einmal definieren, was der richtige Gewinn ist. Also Sie wissen genau, was der richtige Gewinn ist und dann müssen Sie sagen, ich habe diesem Jahr, nehme ich etwas mehr ein von den Unternehmen und wenn es denen im nächsten Jahr schlechter geht, dann kommen die und sagen, Staat, gib mir mal das wieder zurück, was ich dir gezahlt habe. Das wird eine Fiskalpolitik, das wird chaotisch. Aber Herr Kubicki, wenn so viele Länder in der Europäischen Union das hinbekommen, Spanien zum Beispiel hat eine Übergewinnsteuer eingeführt und hat damit den kostenfreien ÖPNV finanziert. Was haben Sie damit eingenommen? Und, ich war gerade in Spanien. Ne? Wenn den anderen europäischen Ländern das möglich ist, dann wird das doch in Deutschland auch möglich sein. Und ich meine, in der Ampel wurde es ja auch diskutiert. Also es gab ja auch eine, aber es sind halt lächerliche Beträge damit eingenommen worden. Also die Ampel, Robert Habeck hat ja etwas umgesetzt, aber die war eben viel zu niedrig angesetzt. Sehen Sie, ist das einfach, um mal offen zu fragen, gibt es irgendeinen Punkt, wo Sie sagen, Mehreinnahmen würden daher kommend von der FDP akzeptiert werden? Ja, ich sage, jede Form von Mehreinnahmen, die aufgrund wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit entsteht, aber nicht, ist akzeptiert. Aber nicht bei Steuern. Bei Steuern sind Sie beinhart und das bleibt genauso wie die Schuldenbremse. Wir haben eine Wahlaussage gemacht, die lautet, in der Periode, in der wir mitregieren, werden keine Steuern erhöht. Und dabei bleibt es. Und ich finde es ganz toll, dass die Linken immer wieder sagen, Steuererhöhung, alle Probleme sollen damit gelöst werden, dass man von 200 Milliardären angeblich einen Teil ihres Vermögens wegnimmt. So, Sie keine Steuern erhöhen wollen, kurz die Ampel jetzt bei Langzeiterwerbslosen, beim Pflegezuschuss, bei der politischen Bildung, bei den Freiwilligendiensten, bei den Sozialverbänden. Also das muss man ja sagen. Jetzt sind wir bei der Kürzung. Das ist die dritte Stellschraube. Das Einzige, was dann bleibt, ist tatsächlich keine Steuererhöhung. Dass man weniger Geld ausgibt. Und da wäre jetzt die Frage, wo? Das sind die Beispiele, die Sie aufgezählt haben. Sie haben sich mal geoutet, Sie sind kein Fan des Bürgergelds. Da ist ja auch eine Erhöhung passiert. Sie waren nicht begeistert. Die nächste steht an. Wäre das etwas, wo Sie sagen, da müssen wir unbedingt dran? Ich bin kein Fan des Bürgergeldes, weil wir immer darauf aufpassen müssen, dass, ich mache mal diesen platten Satz, dass es sich immer noch mehr lohnen muss zu arbeiten, als nicht zu arbeiten. Mhm. Haben wir ein zu hohes Bürgergeld, ist der Anreiz gering, sich in normale Arbeit zu begeben, weil es einfach für die Leute keinen Sinn mehr macht und sie nicht mehr lohnt. Wir haben momentan das Problem, bei der weiteren Steigerung des Bürgergeldes am 01.01.2024 kommt ja 12. mit weiteren 12% das Problem, dass in Relation zu denen, die im Niedrigsektor arbeiten, es wirklich schwer wird zu erklären, warum die aufstehen sollen, 8 Stunden arbeiten sollen, während andere das ohne jede Arbeitsleistung können. Das ist ein sehr, sehr großer Posten. Würden Sie da rangehen jetzt in der Koalition und sagen, lass uns einen Mechanismus finden, dass das nicht eben automatisch? Das ist ja bedauerlich, weil wir Gott sei Dank beschlossen und ich bin jemand, der sich an rechtliche Gegebenheiten hält. Wir werden das für den 01.01.2024 nicht zurückdrehen können, aber wir haben andere Mittel, beispielsweise im Bereich Bürgergeld. Es war aus meiner Sicht ein Fehler, obwohl ich das menschlich nachvollziehen kann, die ukrainischen Flüchtlinge sofort ins Bürgergeld hineinzunehmen mit höheren Leistungen gegenüber den Asylbewerbern. Es ist ein großer Fehler, dass wir die abgelehnten Asylbewerber, die länger als 18 Monate hier sind, in das Bürgergeldsystem übernehmen. Das heißt, sie bekommen mehr Geld als während des Asylverfahrens. Das muss korrigiert werden, weil es ungerecht ist und auch nicht zu erklären ist, dass Menschen, die in Deutschland kein Bleiberecht haben, urplötzlich an allen Sozialleistungen teilnehmen können. Gehen Sie damit? Nein, natürlich einfach nicht. Mit Blick auf sozusagen die Bezieher, die hier auch in die Sozialkassen eingezahlt haben, dass die einen Vorteil haben müssen gegenüber denen, die später dazu kommen? Also ehrlich gesagt finde ich die Debatte wirklich hochproblematisch, weil damit die Menschen, die wenig haben, versucht man auszuspielen gegen die Menschen, die noch weniger haben. Und ich finde,
muss ja mal feststellen, die teuersten Flüchtlinge in diesem Land, das sind Steuerflüchtlinge, das sind wirklich Reiche, die ihr Geld ins Ausland bringen, ja, und nicht Menschen, die vor Krieg und Elend geflohen sind. Mhm. Die verursachen richtig hohen wirtschaftlichen Schaden jedes Jahr. Da will die FDP leider nicht ran. Und ich finde, zur Bürgergeldfrage, wenn ja. das Problem ist, Herr Kubicki, das Sie beschreiben, es ist nicht so, dass man jetzt durch Bürgergeld mehr hätte als durch Arbeit. Wenn das das Problem wäre, gäbe es eine einfache Lösung. Wir erhöhen den Mindestlohn, 14 Euro sofort. Wir sorgen dafür, dass die Tarifbindung zunimmt. Wir sorgen dafür, dass der Niedriglohnbereich zurückgedrängt wird. Also dann sorgen wir doch dafür, dass Arbeit gut entlohnt wird. Mhm. Das ist doch der Punkt. Und ich finde, dieses Ausspielen gegeneinander, ja, es gibt jetzt eine ordentliche Erhöhung des Bürgergeldes, das ist immer noch nicht ausreichend, aber das ist jetzt eine Erhöhung. Aber man muss ja auch sehen, wie hoch die Inflation ist, wie hoch die Kosten sind. Wir haben mittlerweile Studien, die sagen, viele Menschen können sich ein neues Paar Schuhe, neue Kleidung, eine warme Wohnung nicht mehr leisten. Die stehen vorm Supermarktregal und sind verzweifelt, weil sie nicht wissen, wie sie über einen Monat kommen sollen. Und gerade angesichts dieser Preissteigerung muss man doch verhindern, dass Menschen in die Armut rutschen und ihren Kindern den Lebensstandard nicht mehr finanzieren können. Ihr Argument, Herr Kubicki? Ich finde solche Sätze immer sehr schön. Also Steuerhinterziehung wird bekämpft, auch von der FDP, sogar sehr massiv. Wir haben jetzt extra auch noch eine Finanzpolitik. Jetzt nicht, eine Finanzpolizei eingerichtet, die Bundesfinanzministerium, die es bisher nicht gab. Und die Auswanderung beispielsweise von Menschen aus Deutschland, die dann ihr Vermögen mitnehmen wollen, wird auch besteuert nach dem Außenwirtschaftssteuergesetz. Also insofern ist das, was Sie hier sagen, einfach eine Chimäre. Ist mir auch relativ egal. Selbstverständlich müssen Menschen von dem leben können, was sie bekommen. Aber es gilt auch für die Arbeitnehmer und Arbeitnehmer. Wir haben im Bürgergeldsystem mittlerweile innerhalb eines Jahres eine Steigerung von 25%. Nennen Sie mir mal den Arbeitnehmer, dem es gelungen ist, innerhalb eines Jahres eine 25% Lohnsteigerung hinzubekommen. Und alles, was Sie jetzt momentan bei den Löhnen machen, findet sich entweder irgendwann in den Preisen wieder oder wenn die Kunden das nicht kaufen, im Verlust von Arbeitsplätzen, weil die Unternehmen dicht machen müssen. Fragen Sie doch mal Ihren Bäcker, fragen Sie Ihren Friseur, was auch immer, ob die damit leben könnten, dass Sie jetzt politisch determinieren. Warum fordern Sie nicht 16 Euro? Wäre doch auch gerechter, wenn Sie 16 oder 20 Euro fordern würden für einen Mindestlohn. Wäre doch gerechter. Naja, es gibt ja... Dafür haben wir eine Mindestlohnkommission, die besteht aus den Tarifparteien und einem Sachverständigen. Die haben wir extra eingerichtet, damit wir uns jetzt nicht wechselseitig im politischen Betrieb überbieten. Wir sollten auf den Sachverstand der Tarifparteien hören und der Sachverständigen. Ja, die 14 Euro haben wir uns ja nicht ausgedacht, sondern die 14 Euro ergeben sich aus der EU-Mindestlohnrichtlinie und das wissen Sie natürlich auch. Und es ist doch klar, dass wenn wir mit einer Friseurin spricht oder mit dem Bäcker, den Sie jetzt angesprochen haben, die haben doch keinen Cent mehr dadurch, dass Bürgergeldbezieherinnen und Bezieher weniger Geld haben. Sondern wir müssen doch grundsätzlich darüber reden, wie können wir es schaffen, eben, dass Menschen von ihrer Arbeit leben können, dass wir mehr soziale Gerechtigkeit im Land haben. Aber dieses Gegeneinander ausspielen, also nicht über die wirklich hohen Einkommen. Ja? Wieso reden wir nicht über die Einkommensmillionäre, wie man die stärker das auch zur Kasse haben wir gerade kann. Getan. Also, darf ich noch mal sagen, die Mindestlohnkommission hat gerade beschlossen, dass im nächsten Jahr der Mindestlohn 12,41 Euro sind. Da sind natürlich Leute, die brechen jetzt auch Europarecht aus ihrer Sicht. Gegen die Stimmen der Gewerkschaften, das wissen Sie auch. Ich hab trotzdem noch mal, weil wir jetzt in eine arbeitsmarktpolitische Debatte kommen, wir waren quasi beim Geld. Und vom Geld sind Sie gekommen zur Migration. Das fand ich interessant, dass Sie gesagt haben, eigentlich muss man da noch mal drauf gucken. Ich wollte noch mal nachfragen, wenn Sarah Wagenknecht nicht mehr bei den Linken ist, sind Sie, wenn ich es richtig sehe, die Linke, jetzt die letzte Partei, die offene Grenzen für alle Menschen fordert. Ist das noch Teil Ihres Programms? Das steht in unserem Grundsatzprogramm, was wir aktuell fordern, ist nicht offene Grenzen für alle. Wir verteidigen das Asylrecht und es tut mir sehr leid, dass wir die einzige Partei sind, die das tun. Das war vor einigen Jahren noch anders, aber wir sind der Meinung, man darf Menschen nicht im Mittelmeer ertrinken lassen. Wir dürfen uns nicht abschotten. Die ganze Debatte, die wir aktuell führen über Grenzschließungen oder Grenzkontrollen oder auch über Sachleistungen statt Geldleistungen, die werden überhaupt nicht dazu führen, dass weniger Menschen herkommen, führt auch nicht dazu, dass den Kommunen geholfen ist, sondern es ist eine Diskussion, die auf dem Rücken von Geflüchteten stattfindet. Mhm. Und ja, wir sind die Partei, die das Recht auf Asyl verteidigt. Das ist ein Menschenrecht. Mhm. Und Grundrechte kennen keine Obergrenze. Und gerade angesichts der Kriege in der Welt, natürlich müssen wir dort solidarisch sein und dürfen doch die Menschen nicht in Not und Elend lassen. Alle anderen sagen, die Zahlen müssen sinken. Also die Zahlen der Ankommenden. Gehören Sie zu denen?
Ja, da darf ich noch mal kurz sagen, also dieser Vorschlag mit der Reduzierung des Bürgergeldes für Menschen, die ausreisepflichtig sind, hat was mit Gerechtigkeit zu tun. Ich kann nicht 18 Monate lang die Leute im Asylverfahren lassen mit geringeren Leistungen und wenn sie ausreisepflichtig sind, aber nicht ausreisen, ihnen sagen, und jetzt kriegt er mehr Sozialleistungen. Das führt dazu, dass Leute den Versuch unternehmen, hierher zu kommen und möglichst lange zu bleiben, obwohl sie gar kein Aufenthaltsrecht haben, gar kein Bleiberecht haben. Noch einmal, wir haben das Problem, dass wir darauf angewiesen sind, dass wir Integration auch stemmen können. Es gibt ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre 2014, das lautet, es gibt ein überragendes öffentliches Interesse daran, dass keine Parallelgesellschaften entstehen. Und wir sehen momentan, dass in bestimmten Gegenden Deutschlands Parallelgesellschaften entstanden sind. Ich rede jetzt nicht über die Schwachmaten, die mit Kalifatfahnen durch Essen gelaufen sind, sondern ich rede darüber, dass wir Bezirke haben in Berlin-Neukölln, in Essen, in Duisburg, wo sie, wenn sie unterwegs sind, kaum noch Deutsch hören und nicht Deutsch sprechen. Und da, wo das der Fall ist, können wir Integration nicht mehr leisten. Sie haben einen Vorschlag gemacht. Darf ich das mal zitieren? Das ist keine neue Idee. Ich komme da gleich dazu. Ja, aber ich zitiere mal für alle, die es nicht mitbekommen haben, Ihren Vorschlag. Sie sagen, dass in ein Viertel einer Stadt darf nicht mehr als 25% Migrantenanteil haben, damit keine Parallelgesellschaften entstehen. Das, was wir heute auf deutschen Straßen sehen, ist das Ergebnis von Parallelgesellschaften. Also nicht mehr als 25%. Für wen soll das gelten? Also nur für Menschen, die keinen deutschen Pass haben? Es kann nur für Ausländer gelten, weil nur dort ich Zuzugsbeschränkungen aussprechen kann. Für alle Ausländer? Schweden, Dänen, nein, Amerikaner? Nein, logischerweise nicht für, also für Drittstaatler, für nicht EU-Bürger. Für Drittstaatler. Also für, Amerika. Zum Beispiel, wenn es darauf also, wenn wir ein Viertel hätten, wo es nur Amerikaner hätten, könnten sie auch eine Zuzugsbeschränkung aussprechen. Ich frage deshalb so genau nach, weil ich mir gerade versuche vorzustellen, was Sie genau meinen. Das ist keine neue Idee, sondern die Idee ist geboren worden 1973 durch Willy Brandt übrigens, als wir mehrere Städte hatten, die aufgrund von Gastarbeitern zu uns kamen, Hotspots geworden sind. Und dann ist für Berlin, für München und für Köln eine Zuzugsbeschränkung ausgesprochen worden für die Stadtteile, in denen mehr als 12% der Gastarbeiter gewohnt haben. So, und wir haben. Hat's geklappt, Herr Kubicki? Es hat damals geklappt, interessanterweise, aber aus anderen Gründen. Mhm. Wir haben übrigens das als bestehende Rechtslage. Das steht in Paragraph 12a unseres Aufenthaltsgesetzes. Paragraph 12a Absatz 4 des Aufenthaltsgesetzes. Kann jeder nachlesen. Kann man googeln. Da steht drin, überall dort, wo Integration nicht geleistet werden kann, beispielsweise keine Sprachintegration geleistet werden kann, können, Klammer auf, müssen vielleicht sogar, Klammer zu, Zuzugsbeschränkungen ausgesprochen werden. Das kann man, also ich will niemanden umsiedeln, aber wir können sagen, ein Ausländer, ein Asylbewerber, ein Flüchtling, der zu uns kommt, du darfst jetzt beispielsweise in Neukölln keine Wohnung nehmen, weil du das Problem hast, dort kannst du nicht integriert werden. Frau Wissler, ist das ein vernünftiger Vorschlag, wenn man die Integrationsprobleme an manchen Schulen einfach zur Kenntnis nimmt zum Beispiel? Das ist ein toller Vorschlag. Also ich meine, da muss Herr Kubicki mal erklären, wie das funktionieren soll. Also ich komme aus einer Stadt, aus Frankfurt, da liegt der Ausländeranteil bei über 30%. Nebendran liegt Offenbach, da liegt er bei fast 40%. Ja, wie soll man Offenbach das denn machen? 65,8%, wir haben nochmal nachgeschaut. Migrationsanteil nehme ich an. Aber also der Ausländeranteil, weil er jetzt davon gesprochen hat, dass es eben die Menschen ohne deutschen Pass sind, der liegt etwas niedriger als der Migrationsanteil. Aber Sie haben vollkommen recht, wir haben viele Städte, wo der Migrationsanteil noch deutlich höher liegt. Aber ich gehe jetzt mal auch davon aus und da stelle Herr Kubicki nicht, dass er Deutsche quasi erster und zweiter Klasse, also dass er, wer einen deutschen Pass hat, er natürlich nicht meint. Aber was passiert denn dann, wenn man sagt, nur 25%? Also wo sollen denn dann die anderen hin? Also wäre jetzt einfach mal eine Frage. Also sollen die zum Beispiel, ich frage mal einfach, sollen die zum Beispiel nach Sylt? Oder an den Starnberger See oder zu Ihnen im Wahlkreis, weil da ist ja nämlich der Migrantenanteil deutlich niedriger. Nein, aber wo sollen die denn hin, wenn sie nicht nach Neukölln sollen? Ich finde es auch lustig, das zu persiflieren. Wir haben es bei den Russlanddeutschen gemacht. Da gab es Wohnsitzauflagen, da wurde erklärt, es dürfen nicht mehr als so und so viel in einen bestimmten Ort oder zu einem bestimmten Ort zuziehen. Wir haben das Instrumentarium. Wenn Sie wirklich Integration wollen, können Sie nicht zulassen, dass wir Schulen haben, wo 90% der Kinder kein Deutsch mehr sprechen. Dann kriegen Sie keine Integration. Ich persifliere das doch nicht. Ich frage doch, wo sollen denn die Leute, wollen Sie denn die Leute dann unterbringen? Mal davon abgesehen, dass das Problem, hat Frau Maischberger eben auch schon darauf hingewiesen, mit den Drittstaaten natürlich schon ein bisschen schwierig ist zu sagen, der Kroate dort hinziehen, weil Europäische Union, aber der Serbe nicht, ist ja ein bisschen absurd. Aber wenn wo man sollen Sie wirklich hin? Also die Frage, wo sollen Sie hin, ist ja trotzdem eine wenn man eine Durchmischung von Stadtvierteln will, braucht man auch ganz andere Maßnahmen. Welche denn? Also wir sehen ein Problem und Sie sagen, das geht nicht. Nennen Sie mir doch mal, wie Sie es machen würden. Das ist doch eine ganz spannende Frage. Wir können doch nicht einfach sehenden Auges zulassen, dass das Problem sich immer weiter intensiviert. Wir müssen doch was dagegen tun, weil ansonsten kann ich Ihnen sicher sagen, verlieren wir einen wesentlichen Teil der einheimischen deutschen Bevölkerung bei der Frage, wollen wir überhaupt noch Menschen bei uns integrieren oder auch nicht. Ich möchte das gerne, aber da müssen Sie verhindern, dass Sie Viertel haben, wo Sie nur noch Arabisch
was weiß ich was sprechen. Die Kinder, die zu uns kommen, können sich nur integrieren, wenn sie eine Sprachmöglichkeit haben, wenn sie in der Schule mitkommen, wenn sie aufgrund ihrer eigenen Fähigkeiten die Leistung erbringen können und einen guten Abschluss machen können. Das kriegen sie nicht hin, wenn sie Quoten haben, die deutlich über 50% liegen. Es muss auch keine neue Erkenntnis in Deutschland. Das machen die Dänen, das machen die Schweden. Mit Anreizen. Man kann Menschen erklären, ihr bekommt mehr Geld, wenn ihr woanders hinzieht. Man kann das machen mit Wohnsitzauflagen bei Nicht-Deutschen. Da können Sie sagen, Sie dürfen, also Nicht-Deutsche aus, was weiß ich, Palästina oder arabischen Ländern dürfen nach Neukölln so lange nicht mehr zuziehen, bis sie wieder eine Quote erreicht haben, die unter 30%. Die Dänen machen das mit 30%. Die Frage ist doch, aber wirklich, die Frage ist doch, wo sollen die Menschen dann hinziehen? Und in andere Städte, ja, in andere Gegenden. Ich sage Ihnen mal, das Problem ist, dass es ja für viele Menschen nicht so einfach ist, sich das einfach mal auszusuchen, weil sie sich zum Beispiel die Mietpreise in gewissen Städten dann eben nicht leisten können. Und deswegen reden wir hier über ein soziales Problem. Wir reden über ein soziales Problem, dass wir keine soziale Durchmischung der Städte haben, sondern dass wir Wohngebiete haben, die sehr teuer sind, wo überhaupt keiner hinziehen könnte. Natürlich, was glauben Sie denn, wie viele Menschen gerne in irgendwelchen, in den schicken Wohngegenden wohnen würden, aber sich das doch überhaupt nicht leisten können. Also von daher ist das doch ein Vorschlag. Das ist doch wieder typisch Symptomdebatte. Ja? Sie machen einen Vorschlag, der ist nicht umsetzbar, der bracht einfach nur Stimmung, aber der ist doch, das ist doch überhaupt kein praktischer Anhalt. Die dänischen Nachbarn zeigen auch nicht, dass es funktioniert. Lassen Sie uns doch darüber diskutieren, wie wir die Schulen besser ausstatten können. Dafür wäre mit weniger Geld, denn das war ja der mit weniger Geld, unserer Diskussion. Beide Parteien, wie sie hier sitzen, die FDP bei den Umfragen gerade so knapp bei 5%, die Linke nach dem Austritt von Sarah Wagenknecht möglicherweise dann auch weit runter, könnte sein, dass sie im nächsten Bundestag nicht mehr sitzen. Das kann einfach bei beiden passieren. Würden Sie die Linke vermissen, Herr Kubicki? Menschlich ja, politisch nicht. Frau Wissler, würden Sie die FDP vermissen? Also ich muss sagen, es gibt eine Partei, bei der ich mir sehr stark wünsche, dass sie nicht im Bundestag wäre, und das ist die Rechtsaußenpartei, und da würde ich mir das sehr wünschen, und ich bin zuversichtlich, dass wir 2025 wieder in den Bundestag einziehen. Bei der FDP weiß ich es nicht, keine Ahnung, wie die Entwicklung ist, aber ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen. Wir haben jetzt Dinge geklärt und wir haben Themen, die... Eigentlich wollte ich, dass Sie über die FDP reden. Jetzt reden über die FDP reden. Die Linke. Naja, gut, ich sag mal so. Würden, aber. Nein, weil sie so unterschiedliche Standpunkte hatte, was mich immer insofern freut, weil man das Problem von zwei Seiten sehen kann. Naja, sagen wir mal so, das Verhältnis zwischen der FDP und uns ist einigermaßen entspannt. Wir haben nicht besonders viel Wähleraustausch. Wir konkurrieren nicht wirklich miteinander und wir können uns in der Sache streiten. Von daher, glaube ich, ist das schon okay. Gerne auch hier wieder. Herzlichen Dank fürs Kommen heute. Janine Wissler, vielen Dank, Wolfgang Kubicki. Danke, dass Sie da waren.